kann die hundsdreckplagende Welt aufatmen. Nach dem Hundeklosett oder der Balkontoilette schlägt jetzt eine Zuckerfirma mit einem neu entwickelten Propi-Patentplastiksack zu. Und so funktioniert der Sack. Mit dem eingebauten Plastikgreifer wird der Kegel aufgenommen, der Sack umgekehrt, der Dreck eingepackt und in nächstes Köderkübel geht. Mehrere Gemeinden geben den neuen Sack jetzt ihren Hundebesitzer ab. So zum Beispiel die Stadt Baden. Wie reagieren die Leute, wenn ihnen die Säcke geben? Ja, im Großen und Ganzen nicht schlecht. Die meisten sagen zwar, ihr Hund, der macht sicher nichts auf Gas raus, sondern das ist der andere. Ihr Hund macht das nicht. Aber sonst nehmen sie es mit. Aber ich selber habe noch nie auf der Straße gesehen, wo ich Säcke gebraucht habe. Was ist eure Meinung zu diesen Plastiksäcken? Das ist keine schlechte Methode, aber es sieht etwas lächerlich aus, wenn man in der Stadt umeinander läuft. Mit diesen Säcken muss ich ja wieder neu mit hinrühren. Man kann sie nicht in die Handtasche nehmen, wenn sie voll sind. Oder? Habt ihr das auch schon benutzt? Ich habe es noch nie müssen. Der Hund macht eben nur im Wald. Wir wohnen am Waldrand. Das ist es eben. Es ist einem ja selber auch peinlich, wenn der Hund so etwas macht. Bis jetzt habe ich aber einfach auf die Seite geshootet. Nehmen wir ein Abfallding oder so. Aber es ist mir also lieber, ich habe diesen Sack. Ja. Ich finde, man kann alles ein bisschen übertreiben. Ich glaube, sie werden nicht benutzt oder sehr wenig benutzt. Ich glaube, dass man es sehr viel benutzt. Und ich werde es kaum mehr benutzen. Wie findet ihr die Idee von diesem Sack? Ja. Die Idee ist schon gut, aber für mich ist es einfach etwas zu klein.